Hallo, mein Name ist Wilhelm Lohmann und ich bin als projektleitender Konstrukteur für unsere Einsteuergeräte zuständig. Heute präsentiere ich euch unser Produktupgrade der Serie V-Comfort Bedding. Bei dem Produktupgrade handelt es sich um zwei komplett neu entwickelte Typen mit einem Fassungsvermögen von 2,3 und 3 Kubikmetern. Dieses Einstreugerät hat ein Fassungsvermögen von 3 Kubikmetern. Das aufgenommene Material, wie zum Beispiel Sägespäne, separierte Gülle oder auch Stroh-Kalk-Gemisch, wird über zwei Schneckenwalzen zur Mitte gefördert und fällt über die einstellbare Austrageöffnung auf das Förderband. Die Bauform der Schneckenwalzen ist auf eine optimale Auflösung des Materials und eine gute Restentleerung des Behälters abgestimmt. Je Schneckenwalze kommt ein leistungsstarker Hydraulikmotor zum Einsatz. Zudem sind die beiden Walzen über unsere Powerchain miteinander gekoppelt. Diese teilt das Drehmoment der Hydraulikmotoren auf die Schneckenwalzen auf. Durch unsere Powerchain haben wir einen gleichmäßigen Materialaustrag und eine hohe Einsatzsicherheit auch bei hohen Schüttgewichten. Mithilfe der entnehmbaren Trogsegmente und den optionalen Dosierschiebern kann die Austrageöffnung individuell eingestellt werden. So kann die Maschine optimal an das Einstreumaterial und die gewünschte Austragemenge angepasst werden. Unsere neuen Modelle sind mit einem 400 mm breiten Förderband ausgestattet. Hiermit sind auch hohe Durchsatzleistungen kein Problem. Mit unserem Einstreugerät können je nach Einstreumaterial und Einstellung der Maschine auch die Liegebuchten in der zweiten Reihe eingestreut werden. Damit wird unsere neue Generation an Einstreugeräten auch den Bedürfnissen der Großbetriebe gerecht. Bei der Neuentwicklung unserer Einsteuergeräte haben wir hohen Wert auf die Wartungsfreundlichkeit und die hohe Einsatzsicherheit gelegt. So sind alle Lagerungen komplett wartungsfrei. Des Weiteren sind unsere Hydraulikmotoren über elastische Elemente aufgenommen, was ein Verspannen verhindert und die Lebensdauer dieser verlängert. Optional können alle unsere Einsteuergeräte mit einer manuellen oder auch elektrischen Drehzahlregulierung der Dosierwalzen geordert werden. Habt ihr Fragen oder braucht ihr eine Beratung zu unseren Einstreugeräten oder anderen Produkten aus dem Hause BVL? Sprecht uns gerne an.